zwar spielen wir Contraband Police, den Key, den jeder bekommen hat. Und jetzt schauen wir uns das mal an, weil es sah gar nicht mal so scheiße aus auf den Bildern, ne? Ich bin gespannt. Moment. So. Die Fireflies. Es soll so kolumbianisch, so ein Fake-Setting sein, also so ein Fantasie-Setting in so einem kommunistischen Land, irgendwie sowas, ne? Ich gehe mal in die Option und ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe jetzt gar nicht reingeguckt, was ich eigentlich generell immer nicht mache. Helligkeit mache ich immer ein bisschen heller für Stream und für YouTube dann später, falls YouTube und so. Lautstärke lassen wir erstmal so. Das mache ich schon mal vorsorglich. Okay. Dann starten wir doch mal. Ich mache dann einfach mal ein neues Spiel und wir gucken mal, wie es so ist. Das sieht ja schon mal sehr bedrohlich aus, ne? Die Maus muss immer gelig sein, natürlich. Auf jeden Fall. Ist schon sehr dramatische Musik, muss ich sagen. Ich bin schon ein bisschen traurig. Contraband Police ist literarische Fiktion. Das Spiel ist von der Realität inspiriert, aber alle unberechtigten Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Ereignissen oder realen Personen, ihr wisst Bescheid. Grenzübergang Kari Katka. Akaristan, 16.04.1881, habe ich das richtig gelesen? Oh. Wieso hört er sich an wie Conan aus dem RP? Kommissar, Valisto etwas akato. Nee? Eno podschadaj wsiem regolku. Ili opokončeli škali rozników. Ach was, balkanisches, achso. Batulima vaši. Več to ilio akristkov mačko mo. Ich befolge seine... Es sieht gar nicht mehr so scheiße aus, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Es sieht nicht scheiße aus. Die Maus ist super gelig. Nu, posłał raporta, aż warisz komisar. Opowdzia. Erik wird es lieben. Oh, der hat 100%ig auch einen Key dafür, ne? Ich will aber nicht von dir weg. Wer ist denn da hinten drin? Ich will nicht raus. Oh, da muss ich hin. Okay, dann gehe ich mal hier raus mit E. Gut, ich bin nicht existent. Polizka. Hä? Das sieht gar nicht mal so... Oh! Das wäre ja beinahe los. Ich schwöre euch. So. Okay. Hallo, Wachmeister Ripnin. Wachtmeister Ripnin. Nee, doch nicht. Ja genau, ist eine gute Frage. Kennt jemand, falls das auf YouTube lädt übrigens, hallo, ne? Ich weiß es noch nicht, wir haben es gerade angefangen zu spielen. Kennt jemand die Sprache? Hat sie jemand erkannt? Der sieht aus wie Putzi? Der sieht doch nicht aus wie Putzi! Was ist denn hier los? Ja, macht nix. Nee, okay, ist das eine Fake-Sprache vielleicht? Hessisch, okay, es ist Hessisch. Definitiv Französisch, alles klar. Aber ich will nicht von dir gehen. Komm raus hier. Nein, komm raus hier. Komm raus. Au! Die Tür ist durch mich durchgegangen. Soll mich das aufhalten? Nichts hält mich auf. Oh, warte mal. Das hält mich doch auf. Oh. Okay, ich hatte das Spiel schon nicht verstanden. Warte mal. Aber es ist gerade super lustig. Ich kann schon wieder nicht ernst spielen. Ich wette, das Spiel wird danach so geil einfach. Und wir sagen uns dann... Und dann wird es so eine Spielreihe, so eine Let's Play-Reihe. Weiß nicht, 20 Folgen. Lol. 20 Folgen und ich bin einfach... ja, ich habe einfach so einen richtig scheiß Anfang. Bei manchen Spielen habe ich das so, dass ich mich immer über den Anfang so aufregt, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, aber... Ich komme nicht rein! Boah, ist aber ein schöner Name, ne?
Akaristanska. Bulgarisch? Es ist bulgarisch. Oh, oh. So. Akarisho, nevaste kali. Ataicho akaristanskonaya kontrogondra achkarikatska. Menomiano, Kommissar Andreev. Wow. Jasnija Vasik Danieza. Okay. Albatschejto. Isto psal et officia ach potvichta vas luzni aktu. Mach ich. Das ist ja richtig motivierend. Das ist ja ein schöner Arbeitsplatz, den wir jetzt haben. Was ist das denn hier? Post? Die Zeitung. Oh, oh mein Gott. Die Regierung verschenkt Wohnungen. Die große Wohnungsbaulotterie beginnt. Nimm an der Verlosung teil und gewinne eine Luxuswohnung im Herzen der Hauptstadt. Die Kosten für den Gutschein betragen nur 100 Dollar, machen wir auf jeden Fall. Nikolai Rotznikow. Ja, Rotznikow, lass mich. Ich hole mal kurz im Chat. Keine Waffen mehr. Okay. Nikolai Rotznikow, Kommandeur der Grenzpolizei in Karikapka, wurde der Zusammenarbeit mit Terroristen der regierungsfeindlichen Bewegung die blutige Faust. Die blutige Faust. Beschuldigt und des Hochverrats zu 10 Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung wegen Bestechung bei der Polizei von Akaristan ein. 6 weitere Personen, die mit Rotznikow zusammenarbeiteten, werden verhört. Rotznikow, why? Bleib hier. Das Setting ist irgendwie ganz schick, ne? Also wir ja, die sind sehr überzeugt von ihrem Land. Ah, oh, hier wohnt wahrscheinlich Rose. Was, oh, Zigaretten. Ah, kann ich nicht nehmen. Oh, das sind die gleichen Zigaretten wie gerade aus dem, oder? Ruhepause. Boah, gerade angekommen. Ich brauche erstmal eine. Okay, der lässt mich nicht. Ich verstehe gar nicht warum. Oh, oh. Cool, lecker. Yum, yum. Erstmal schauen wir uns um, danach machen wir das, was wir tun sollen, ne? Ey! Oh! Geheime KGP-Datei gefunden. Okay. Warte ich. Ich würde jetzt nicht reingehen. Ich habe eine Bombe gesetzt. Ich habe eine Bombe geplantet da drin. Okay. Okay. What? Jetzt habe ich Bock auf Bioshock irgendwie wieder. Okay, wir können doch mal kurz zusammen. Ach, das ist der Wachtmeister Maximov. Hallo. Oh. Macht nichts. Ich habe jetzt schon irgendwie richtig Bock, ne? Ich hab irgendwie Bock, Scheiße zu bauen. Oh, der sieht aber besonders aus. Hallo? Wachtmeister Novik. Hm? Oh, hallo. Macht nichts. Okay. Also, Leute, ich glaube, für den simpen wir, oder? Egal, ob ihr Mann, Frau, Diverse, mir ist alles egal, als was auch immer ihr euch identifiziert, wir simpen jetzt. Wir müssen. Das ist jetzt unser Love Interest. Hundertprozentig geht das in das Spiel. Wenn nicht, bin ich echt enttäuscht. Wir sind alle ein bisschen verliebt. Gibt's doch zu. Genau, Simp. Dieses Emote einfach. Wir brauchen auch ein Simp-Emote. Vielleicht können die Mods das nochmal in den Emote-Vorschläge da, weil ich wollte eh... Scheiße, das wollte ich heute am Anfang von Stream machen. Jetzt kann ich nicht... Wenn das Video auf YouTube kommt, denken die Leute immer, das ist aktuell. Aber erinnert mich gleich nochmal an animierte Emotes, ja? Wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Erinnert mich gleich nochmal daran. Das ist der Igor Akarov. Mein junger Kerl. Ich hab die Gnase. Au. Oh. Oh. Oh, ich sehe schon, was wir tun müssen. Eieiei. Oh. Ah. Wir müssen die bösen Jungs hier einsperren, Leute. Au. Und hier dann die Köpfe reintun. So. Javier od Krzysztofas aktów et listo ad politika rupniszko. Eto paniom aż informacji ili.
Posukati Danese, Data Validio Sayaditierspa, Arodia et Maschino Razai. Ja! Grenzkontrolle. Dokumentenprüfung. Vor- und Nachname, Haltbarkeitsdatum, Passnummer und Foto. Ich meine, das kann ich ja gleich eh nochmal. Oh mein Gott. Okay, das müssen wir jetzt nochmal lesen. Okay, sorry, ist jetzt ein bisschen blöd, aber machen wir mal. Um die Grenze zu überqueren, muss der Fahrer über einen Satz gültiger Dokumente verfügen. Sie können ausgewählte Felder auf Kosten der Wahrnehmung automatisch vergleichen. Regenerieren Sie Ihr Wahrnehmungsniveau, indem Sie sich in Ihrem Quartier ausruhen. Das ist da vorne unser Quartier gewesen, okay. Fehler, genau, alle bitte mitschreiben. Wie die 19 Funkcheck machen wir gleich. Fehler in den Papieren hindern Sie an der Einreise. Denken Sie daran, dass Sie im Inspektionsbericht, Sie im Inspektionsbericht zu vermerken. Mangelnder technischer Zustand von Autos ist kein Grund, eine Einreise zu verweigern. Wollen wir mal sehen. So. Vor- und Nachname. Dieses Feld ist auf jedem Dokument, die Werte müssen richtig sein. Suche nach Rechtschreibfehlern. Levon Kulijev. Levon Kulijev. Das ist doch jetzt gleich, oder? Achso, Levon Kulijev. Cool. Haltbarkeitsdatum. Komisch übersetzt. Dieses Feld befindet sich auf dem Reisepass, der Einreiseerlaubnis und dem Personalausweis. Vergleiche es mit dem Kalender und prüfe, ob die Dokumente noch gültig sind. Okay, ja. Passnummer. Dieses Feld befindet sich im Reisepass, der Einreisegenehmigung und dem Personalausweis. Vergleiche das Gesicht des Fahrers mit dem Foto auf den Reisepass. Was? Sie müssen identisch sein. Die Volksrepublik Akaristan ist ein Land, das für seine reichen Bodenschätze, seine metallurgische Industrie bekannt ist. Metallurgische. Der Großteil der Bevölkerung lebt in den fruchtbaren westlichen Gebieten und rund um den Ballungsraum Satekan. An der Spitze der kommunistischen Regierung steht die Akaristische Arbeiterpartei, die seit der großen Bauernrevolution von 1943 ununterbrochen regiert. Die Währung sind AD. Akaristanischer Dollar. Gebiet, bla, Bevölkerung, cool, offizielle Stempel, nice. Flagge. Republika. Oh mein Gott. Dann gibt es noch Republik Kasachstan. Das lese ich jetzt mal nicht komplett vor. United Rally. Al-Barak. Al-Barak. Hört sich ein bisschen wie aus Final Fantasy 14. Hat sie Satan gesagt. Oh mein Gott, hab ich das. Königreich von Erkai. Und das sind die Autos. KGP-Dateien. Eine Sammlung von geheimen KGP-Akten wurde aus der zentralen Polizeibibliothek gestohlen. Wir konnten das meiste davon bergen, aber 14 fehlen noch. Wir vermuten, dass sie irgendwo in der Gegend von Karikatka sind. Ah, hilf uns, sie zu finden. Sie dürfen nicht in falsche Hände fallen. Oberankovs Geld. In den letzten Jahren hat der Anführer einer Schmugglerbande, Boris Oberankov, ein ziemliches Vermögen gemacht. Es gibt Gerüche. Warte mal, mein scheiß Kabel. Ich schreie gleich alles zusammen. Moment. Ich hab's gleich. Moment. So. Es gibt Gerüchte, dass er aus Angst vor Diebstahl einen großen Teil des Geldes in den Wäldern der Region Karikataka vergraben hat. Meine Güte. So. Wir haben den 16. April, das ist meine Uhr, hier ist eine Karte. Okay, gut. Warte mal, muss ich mir nicht vorher... Ich will das anziehen, habe ich das an? Gerüche. Stopp! Ey! Also, ich dachte schon, Papiere. Gib her hier. Sem budu, eto pariatko. Listo, ať vás slušný aktu.
Paslusi automatični komparatno instrumentu eto kontrolna sejati cijela mjano esti horosni na vsijem dokumenta. Automatischen Vergleich? Also Franka Romanovic. Franka Romano... Achso, soll ich nicht selber gucken? Hä? Der automatische Vergleich reduziert deine Wahrnehmung. Wenn er niedrig ist, funktioniert der Vergleich langsamer. Wenn er auf Null sinkt, bleibt er nur... Okay, bleibt dir nur noch der visuelle Vergleich. Ah, volle Wahrnehmungsebene, niedrige Wahrnehmungsebene. Ich brauche das nicht. Wir gucken natürlich einfach so, ne? Vergleiche das Geburtsjahr mit dem Kalender, um das Alter des Fahrers zu prüfen. Oh nee, nicht sowas, bitte. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich das immer... Vieta mamri als kontrolli documentu. Ne, warte mal. 1. Mai 1981. Das ist gültig bis Mai. Das heißt, ein Monat ist es noch gültig. Passnummer 837Y. 837Y, das ist irgendwie gut um das Gehirn auch so ein bisschen, ne? 13GG, das haben wir auch, 13GG und vergiss nicht, alle gefundenen Fehler im Kontrollbericht zu markieren. Also ich finde jetzt keine Fehler hier, Mann. Oder? Habe ich doch Fehler gefunden? In diesem Bericht vermerkst du alle Ungereimheiten, die in den Dokumenten auftauchen. Markiere mindestens einen Fehler, bevor du einen Fahrer abweist oder hinterlasse einen sauberen Bericht, wenn du ihnen Zutritt gewährst. Um die höchste Punktzahl zu erreichen, musst du alle Probleme finden, die auftreten. Mit der Zeit wird, also der scheint mir jetzt koscher zu sein, wird der Bericht um neue Fehlerfelder erweitert. Finde alle auftretenden Probleme um höchste Punktzahl. Mit der Zeit werden, ja okay, ist gut. Okay, also. Nein. Name, Nachname ist richtig. Aber wo, das ist ein Reisepass und das ist die Bürgerkarte. So, Franka Romanovic. Franka Romanovic. Nationalität? Akaristan, da. Das brauche ich nicht. Haltbarkeitsdatum? Gültig für 1. Mai 1981. Wir haben den 16. April. Leute, jetzt könnt ihr bitte aufhören mit Mexic Gaming, weil ich gerade das erste Ding mache und gerade probiere. Ich muss auch noch das Bild vergleichen und so. Hallo, was ist das denn? Manchmal möchte ich einfach nur weinen, ey. Mods, genau, Bexy Gaming mal ganz kurz, weil ich habe gerade erst angefangen. Mann. Passnummer 387Y und 13GG. Gültig für 1. Mai 1981. Geburtsdatum 9. September 1941. Gültig bis. Ach. Hier wäre der Fehler. Haltbarkeitsdatum. So, seht ihr? Ich muss doch einfach mal selber die Zeit haben, um zu gucken. So. Es wäre also noch gültig, aber... Gucken wir noch mal ganz kurz den Typen an. Nee, aber wo mache ich das denn jetzt? Ich muss jetzt mal gucken. Raus hier! Raus, du Schwein! Moment. Hilfe. So. Ich muss mal ihr Auto nochmal kontrollieren. Oh, das kann ich auch noch machen. Krass. So. Mal gut hier. So, was haben wir da? Aha. Bomben. Wo kann ich mich entscheiden, jetzt, ob ich ihn einreisen lasse oder nicht? Das haben wir jetzt gemacht. Foto ist eigentlich auch richtig. Kontrollbericht. Ich krieg's gleich hin. Ich muss ganz kurz nochmal gucken. Warte mal, ich mache jetzt mal Kontrolle. Ist beendet, das ist alles. Verweigert. Abhauen jetzt, aber ganz schnell. Aber ganz, ganz schnell hier. Ich lass mich nicht verarschen. Sag mal. Ja. Und geh zum TÜV. Was ist das denn für ein Auto? Hä? Oh Scheiße, was stand da gerade? Ich hab's nicht mitgekriegt. Was stand da gerade? Was habe ich falsch gemacht? Ich muss das wissen. Scheiße, ich weiß es wirklich nicht. Was habe ich falsch gemacht? Kann ich das nochmal irgendwo nachgucken? F1?
Zusammenfassung findest du alle Fehler des letzten Fahrers. Wenn er ein Schmuggler war, wirst du herausfinden, wo er illegale Ware versteckt hat. Nein, ich habe mich jetzt aber auch zu beeilen. Okay. Es ist unrecht verboten, das Land zu betreten. Er war sauber, aber wegen dem Haltbarkeitsdatum doch. Das heißt, im Chat stand, vielleicht habe ich zu sehr davon, im Chat stand auf keinen Fall, also ne, dass da was falsch ist, dass da was nicht übereinstimmt und ich glaube, ich habe dann Nachgang gesucht. Wir machen einfach nochmal. Vielleicht nicht markiert. Ne, der wurde ja nicht, die anderen Sachen kann ich ja so nicht markieren, ne? Da stand doch gültig, der war bis Juli oder so gültig. Ich dachte aber, die beiden Daten müssen übereinstimmen. Scheiße, okay, dann machen wir nochmal. Ich sollte absolut nicht mich beeinflussen lassen. So, jetzt bitte kein Backseat geben. Sajacicio Nieta Pakarski Arodnik. Sien Zagrubniki Madro Validno Kartu Sajacicielstva. Služni Sajaciciela Azvracho Nazik. Verschiedene Dokumente können ja verschiedene Daten haben, nur nicht abgelaufen sein. Okay, ja, ich habe das jetzt ganz anders verstanden. Den Chat stand gerade auf, wäre nicht gut übersetzt gewesen. Es ist notwendig, Junge. Mehr. Oh, Asan Anal. Nein, Asan Anagul. Ach du Scheiße. Asan Anaguljev. Anaguljev. Passnummer. Wsop. Tut. Oh! Die Passnummer ist schon mal nicht richtig. Da steht nämlich nicht Wsop Tudam. Da steht Wsop Tudum. Okay, Passnummer schon mal. So was, warte mal, ich bin schon mal im Kontrollbericht. Passnummer ist falsch. Einreisegrund Arbeit. Gültig bis zum 3. Mai. Gültig bis zum. Oh nein! Nein! So. Das zusätzliche Ding von dem bin ich gerade ein bisschen am Überlegen. Habe ich das jetzt auch bekommen? Also das wäre jetzt alles so, was ich... Wir können mal wegen dem Foto natürlich gucken. Ja, das ist ja schon. Bei dem Linken steht für. Bei dem Linken steht für. Gültig für gültig bis A. Ah. Ja, das ist wirklich ein blöder Übersetzungsfehler. Kalender unten rechts. Was? Was sind das für komische Tipps im Chat? Kalender unten rechts? Ja, ich sehe, da ist ein Kalender unten rechts. Das habe ich ja gerade mitbekommen. Der braucht dann noch... 16. April. Ja, ich weiß, wir haben den 16. April. Das weiß ich doch. Aber die Gültigkeit ist bis 1980. Deswegen muss ich gar nicht gucken, welcher Monat da ist. Die Aufmerksamkeit wird erst abgezogen, wenn du zwei Sachen anklickst. Keine Sorge. Nee, es war doch irgendwas mit, er braucht nur so Special-Einreisedokumente, oder? So, also ich finde, Haltbarkeitsdatum und Passnummer sind halt nicht gleich. Das ist die Karte, das hat nichts damit zu tun. Ach, er hat die Einreiseerlaubnis statt Bürgerkarte. Okay, alles gut. Alles gut, alles gut. So, der wird verweigert. Barasto Oshipka! Ey, ich dachte, ja, hier, da, mal auf hier. War weg. Ja, perfekt! Oh, ich, oh, ist schon dunkel. Oh, ich weine, das war so gut jetzt. Guten Tag, PD19, mein Name. Ich habe nichts gecheckt, aber jetzt bin ich voll drin. Aha, wir kontrollieren einmal den Wagen. Haben wir erste Hälfte Kissen. Haben wir erste Hälfte Kissen dabei? Wo ist denn die andere Hälfte? So, ah, was ist das denn für ein komischer Kofferraum? So, okay. Das ist gar kein Kofferraum. Ich war gar nicht, ich bin so durch heute, ey. Hi. Atric, Akravrotai. Okay. So, Einreiseerlaubnis. Alpha rauf. Da steht Alpha runter. Nein, Alpha rauf, okay. YT J und 8. YT J und 8 und L 333. Ja, gültig bis 28. November 1981.
Gültig bis 22. Mai 1981, Einreisegrund Besuch. Ich würde sagen, hier gibt es eigentlich jetzt auf den ersten Blick kein Problem. Ich gucke nochmal ganz kurz wegen der Einreise, wegen der Passnummer, bla bla bla, das war wirklich richtig. Alpha rauf, Alpha runter. Es ist alles noch gut. Hier würde ich jetzt sagen, ja. Wenn es falsch ist, bin ich jetzt selber schuld. Atlista! Ich will da draufspringen, wenn er wegfährt. Geil. Ey, ich hatte voll Bock drauf zu springen. Das mache ich gleich bei dem nächsten Fahrzeug. Ein ziemlich junger Mann. Guten Tag. Die Musik wird bei dir komisch. Was hast du zu verbergen? Natürlich schwierig. Wie meint das Spiel das jetzt? Es sieht definitiv nicht aus, wie er, der Mann, der vor uns ist. Er hat andere Augenbrauen und er hat keinen Bart. Der Muttermal. Er hat ein Muttermal im Gesicht, der hat kein Muttermal im Gesicht. Okay. Ich sehe schon ein Foto. Baha Yilmaz. Boah, ich weiß nicht wieso, ich spreche solche Namen so gerne aus, ne? B514, 2QVB. Gültig bis zum 8. März 1981. Das Haltbarkeitsdatum ist also überschritten. Und 29. Juli. Ne, warte mal, hier. Und 5. Ja, okay. Haltbarkeitsdatum, let's go. Und das war's eigentlich. Also, ich würde sagen, bei dem Foto, und ich sehe schon wieder, Backseat Gaming ist im Chat. Ich konnte es aber nicht lesen, weil meine Mods das schon ausgegraut haben. Ich würde sagen, Foto und. Jetzt lass mich wieder wahnsinnig machen. Warte mal. Ich lasse mich jetzt nicht wahnsinnig machen wegen dem Chat. Verweigert. Doch. Bei den anderen hätte ich drauf gefahren. Marisu, was ist los? Wie korrosno denn nahe? Nicht auf so ada trudna, ne adalio? A wie pier pasto na waszego quartiro, als du sie nego oddycha. Na und Spiel für Erik. Wirklich. Heute ist Erik Angeltag. Hi, hi. Was sie du? Was für einen interessanten Mund du hast. So, wir gehen gleich in unsere wunderschöne Wohnung. Aber ohne Scheiß, wieso ist hier schlafen gemütlicher und sauberer als bei uns in der Wohnung da? Das ist nicht seine Wohnung, die gehört allen. Was? Okay. Meint ihr, das Gronkh das früher mal gespielt hat? Der hat Papers, Please gespielt, glaube ich, oder? Okay, ist nicht so weiter. Ah, jetzt haben wir wieder Life is Strange. Adaiche Varisu. Meno miano Yuri Petrov. A ja madre komisaria Siu et prewudnić rugaszny denna ja waszego trenirowka. Leno czas. Mieli stać inkratny aktywnia ać oberankowych szmuglistów. Lusko mnie nasze wywiady Iliad Maduro, et dostawić sa wam straszne informacje. Arbacznij to, a wajcie lista ać informacje i potraczku. Ach, Gronkh hat Erik hat eine Demo gespielt. Okay, wir gucken mal, Informationstafel. Każeva notrička estio eno kontrabaditelu. Wy madre posukaci wsiem, kotory pasujcie opisaniu. Nembinica, Nuracho Kontrabandu Ashayadic Ać Akaristanska. Otrikso Ačnita. Ja, ja. Avi Arbačnito Ashayaditela Ać Kontrolo. Putzi war aus dem Papers, Please. Ja, hat der Erik aber, glaube ich, auch gespielt. Wir vermuten, dass der Fahrer, der gestern nicht zur Kontrolle angehalten hat, versuchen wird, die Grenze zu überqueren. Schmuggler 1. Und eine unserer Informanten innerhalb der schwarzen Schlangenbande hat wertvolle Informationen über eine Schmugglersendung erhalten. Alter des Fahrers 50, partielle Zulassungsnummer 3JH, okay. Muss ich doch Alter ausrechnen, habe ich gar keinen Bock drauf. Kann ich nicht, kann keinen Kopf rechnen. Ich kann es einfach nicht. Im Moment ist es ganz schlecht, sowas zu machen bei mir. Aha, listo ać naszego estio podrymnika.
A questiona jego wychodzi aż maszynu. Eto posukati kontrabandu. Eine 1026 hier an der Grenzkontrolle, orange-gelbener, beiger Kleinwagen und ein Insasse. Sir, steigen Sie bitte aus. Raus aus der Scheiße. Was kann ich jetzt gucken? Kontrabandiciele paznoczno ich kryjówków. Ilio serbientny znak. Ona ja liszto ać fioletka migot. Luskomnie, wasz służny migotnik eto as możli. Ihr seid ja auch Helden, ne? Helden, ne? Oh, wie cool ist das denn? Okay, nice. Kann ich aus Zoom oder so? Oh, an diesen Orten kannst du Schmuggler Reifen, Dachhimmel, Kotflügel, Kraftstoff, Tank, Stoßdämpfer und Luftfilter. Wow. Okay. Oh. Jetzt brauchen wir Werkzeuge, um die Schmugglerwaage herauszuholen. Nimm das Messer vom Tisch. Bleib da stehen. Von welchem Tisch? Ah, da. Gut, dass er so lange da stehen bleibt, während ich das mache. Kontrabandu nie tap zawsze paznaczno. Inogda estio skryczna ać partio. Ilio trudyjne mestie. Ilio posukati etu maskota. Nie tap migotnika ta jed, a da wym madre obarstnej strat. Jest nicht nur, warte mal, hier ist nicht nur eine Taschenlampe nützlich, sondern auch ein scharfes Auge. Odlikso! Wsiem etu atma. Macht Spaß irgendwie. Kontrabandiciele estio rado pas myśli. Wasza policka równiszko, madre etu potrički as pasta kontroli. Ale i wy madre arestnąć eto bydlok. Brawe, meno Aćmiru. Ich wusste nicht, dass es geht. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Sorry, 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 sorry. Oh mein Gott, es tut mir leid. Das sollte jetzt wirklich nicht sein. Oh ja. So. Hier werden Kriminelle festgehalten, die auf den Transport ins Arbeitslager warten. Baue das Gefängnis aus, um die maximale Kapazität zu erhöhen. Stelle einen Gefangenenwärter ein, um die Fluchtversuche zu verhindern. Denke daran, dass das Zurücklassen von Gefangenen im Polizeiauto auch das Risiko birgt, dass sie fliehen. Oh mein Gott. Mach nichts. Aćby możności prechowacji kontrabandu, instrumentów, a różniki, ać potrafią pradomiania. Beredno arodzi denna ja, masz ekspadrycie. Oh, wie krass. Wo sind denn die Sachen hier? Hallo, die sind gar nicht da. Okay. Oh. Hier kannst du deine Werkzeuge, Waffen, erbeutete Schmugglerwagen und Haushaltswagen abgeben. Baue das Lager auf, um mehr Gegenstände zu lagern. Denk daran, dass alle losen Gegenstände verloren gehen. Du kannst ausgewählte Gegenstände aus deinem Inventar direkt ins Polizeiauto mitnehmen. Schnelles Verschieben von Gegenständen zwischen den Fenstern. Okay. Warte mal. Lose Go. Lager, ne? Ist das jetzt richtig? Bleib schön hier drin, mein Freund. Verstanden? Ada? Maduro? Ja. Eto liczno radzaje instrument. Ostrawku, rozerwatu, optryny, ilio, synki materiala. Tempucka, madry złomać blaszczyk. Topornik jaz można odkryć to krótok i nitankowna maszynu. Ah, okay. Aber ich muss die trotzdem nur alle durchsuchen, ne? Achso. Okay, gehen wir nochmal hin. Nehmen wir nochmal die Axt. Ach, wir nehmen alles. Okay, let's go. Ach, merkt ihr alles? Ja, das ist, puh. Da gehen wir schon hin.
Wir müssen natürlich trotzdem die Leute noch durchsuchen, ne? Au! Da ist aber jemand sehr verdächtig. Oh, jetzt ist da jemand drin. Ist das unser Kollege? Das ist unser Kollege. Hallo! Guten Tag! So, bitte einmal aussteigen. Ja, bitte einmal zur Seite gehen. So, dürfte ich denn einmal Ihren Ausweis und den Führerschein sehen? Atrich, akrovrotaj. Deine Musik ist sehr bedrohlich. Bleib da stehen. Ja, da sehe ich schon, der Name ist falsch. 60BF8856. Passnummer ist falsch. Name falsch, Passnummer falsch. Gültig bis... sehe ich jetzt schon Haltbarkeitsdatum falsch? Jupp. Was ist mit dem Foto? Ja, glaub mir, das ist richtig. Okay, das hätten wir dann schon mal damit erledigt. Sei ruhig. Aber jetzt habe ich richtig Angst, dass ich diese Schmugglerware übersehe, ne? Das Game und die Engine sind nicht unbedingt schlecht, fehlt ein bisschen Dynamik, aber auch ein bisschen Absicht. Also es ist schon ganz nice eigentlich, finde ich. Oh, guck mal. Okay, krass. Boah, der ist jetzt, steht er auf einmal wieder da, ne? Die kleine Puppe. Ja. Ich glaube, da hat man dann irgendwann auch wirklich gut Übung drin, ne? War gerade sehr verlockend. Okay. Bei den Reifen frage ich mich, wie wir das sehen, ne? Also ich habe jetzt das UV-Licht schon an. Die Frage, ne? Ich habe echt Angst, ein bisschen was zu übersehen hier. Weil ich weiß jetzt nicht, ob hier zum Beispiel jetzt das wäre oder nicht, aber eigentlich haben wir ja alles. Warte, Junge, du kommst eh nicht rein. Das geht gar nicht von da aus. Ja, mit den UV-Licht und Schlangensymbol, das weiß ich, das hatten wir gerade. Aber man sieht auch viele Sachen ohne UV und Schlange nicht. Deswegen. Achso, du meinst wegen. Ach. Weiß ich, was du meinst. Wegen dem Reifen. So, kann sein, dass ich auch extrem mal was übersehe, ne? Dann ist es halt so. Barasto Oshipka! Piu, piu, piu. Fahr ich jetzt mit? Bin ich drauf? Oh! Das war richtig schön abgefuckt, ne? Oh! Marker Player Game Official. Warum ist das so riesig angezeigt im Chat? Vielen, vielen Dank. Oh, perfekte Inspektion. Ja, geil. Was ist eigentlich mit dem Typ? Warte mal. Ich muss ja noch jemanden einstellen, ne? Was war Shido? Was war Shido? Gar nichts. Aber warte mal eben. Nein. Oh, scheiße, ich muss auch wirklich jemanden... Das muss ich mal ausmachen. Telefon. Nein. Ist auch nicht. Oh, scheiße. Alter, ich habe Angst, dass der flüchtet. Hier soll ich auch keinen einstellen, ne? Nein. Ich meine, vielleicht kommt das ja noch, ne? Hoffe ich. So. Einen haben wir noch. Und der ist 50 Jahre alt. Bist du 50? Ja, meinen Zettel gerade habe ich schon gesehen. Der hat ja gesagt, also wir haben ja, also da in dem Tutorial war ja, dass das manchmal sehr krass versteckt sein könnte, ne? Deswegen bin ich ja sehr paranoid hier.
Okay, wir gucken mal die Papiere. Atmatur. Die ganze Zeit mit dem Messer hier einfach. Okay. Zafar Kasimov. IV26 Y836. Gültig bis zum April, bis zum 23. April, das geht also noch. Gültig bis Juli 81. Tourismus, alles klar, das Gesicht ist es auch. Er hat am 7. Mai 54 Geburtstag. Ich habe gar keinen Bock zu rechnen. Er ist aber noch nicht 50, aber ich habe trotzdem keinen Bock zu rechnen. Eigentlich ist er safe. Also wirklich, ich würde jetzt sagen, er ist eigentlich safe. Ich habe nichts gesehen. Ich will auch nicht immer so ewig lange brauchen. Er hat kein Handschuhfach. Zumindest habe ich keins gesehen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir das auf den ersten Blick alles gesehen haben. Warte mal. Und hier oben ist nichts. Okay. Dann nehmen Sie mal Ihre Papiere wieder. Und ich genehmige das. Akaristanska. Atlista. Ich weiß nicht, wie ich das wegpacken kann, das Messer. Vielleicht immer die 1 so. Ich bin mal gespannt. Okay. Einen haben wir noch. Hm? Ich denke, er ist es, ne? Ist er da hinten am Pennen oder was? Sorry, ich muss mich ja wirklich. Der ist noch drin, okay. Reifen zu stechen, Pan, yo! Die Musik auch gar nicht auffällig, ne? Raus hier. Papiere. Oh, ist der nett. Der ist ja sehr, sehr nett, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Anton Romanovic wieder. Ja. DHK1 08LL. 0 oder O? Jetzt könnte man es ein bisschen, aber ich denke mal, es ist richtig. So, gültig bis zum Mai ist in Ordnung. Gültig bis zum Juni ist in Ordnung. 1930. 40, 50, 60, 70, 80. Das ist unser Mann. Sie sind unser Mann. Ich werde jetzt diese Lampe hier nehmen. Gucken wir uns den mal ganz genau um, Leute. Ganz genau. Шапота, ада арач динаякса. Пробшаман, багаришта это акариски. А чрелиска мен свободна. Mal gucken, wie weit wir später noch gehen im Spiel, ja? Das muss ja nicht alles gewesen sein, ne? Da kann ja noch mehr sein. Nee. Die kleine Drecksau. Ja, hat für einen Tag, ne? Wir sind unbestechlich, Leute. Wir sind erstmal gut. Ah! Mach keine Scheiße. Oh, Moment. Also erstmal, Moment. Ja? Hallo? Ach, reden wollt ihr nicht mehr mit mir? Boah, das stinkt hier aber, ne? So, viel Spaß hier. Ihr müsst in den Eimer kacken anscheinend. Ich denke mal. Oh, die haben sogar Story. Hm.
Hey. Junge? Was warst du? Mach mal Auto da weg. Arosko, Varishu. Kommen wir hier auch rein? Nee, ne? Ja, wir ruhen uns aus und es wird wahrscheinlich jetzt noch mehr dazukommen. Da steht's da. Morgen wird es eine neue Aufgabe geben. Ich bin gespannt. Oh. Perfekt. Weiter geht's. Bin gespannt. Das Geld nicht weglegen. Ah. Oh ja, sehr nice. Und das war Backseat Gaming im Chat. Wie sagt man sich jetzt dahin? Robotny meno chul kompanijski, a trudna migotka. Noce! A wie pierw zawieri w tym kontrabandu. Podzicie w kompanijskiej maszynie, ać pod krypto lugażnictwo. A trem użycie pisotnika. Eto posłuchać lugażnik statniedno. Peremetnicie kontrabandu, a przoda z waszego inwentarza na transferowny selekto pradometniki ać magazynu. Also ganz kurz, soll ich jetzt die ganze Schmugglerware irgendwie nehmen? Das habe ich jetzt irgendwie nicht gecheckt. Wisst ihr, was ich doof finde, dass ich hier nicht nochmal durchkomme? Oh, hier findest du deine Polizeiautos. Sprich mit einem Mechaniker, um dein gewähltes Fahrzeug vorzubereiten und zu reparieren. Macht nichts. Nein, ich bin noch nicht bereit. Jetzt lass mich doch erstmal hier. Jetzt lass mich erstmal komplett mal gucken. So. Okay. Alles klar. Arbatschej to stanowka, robotny łagra. Wy, padrobku Ada Zakrutników, liśno et artam, eliowa znaczenia punkt. So, wo sind wir? Wo sind wir? Grenzposten. Ach du Scheiße. Hier raus und dann direkt rechts. Oh. Hä? Oh Gott. Also erstmal. Nein. Gucken kann man nicht? Doch, warte. J. Ah. A. Was ist denn G? Oh. G. Mach an. Was ist denn V? Oh. Oh, viel, viel besser. Hui. Das Spiel macht ja wirklich Spaß. Oh. Entschuldigung, ich halte mal kurz den ganzen Verkehr hier auf. Wo war das jetzt? Ich glaube hier noch. Oh, Moment, Entschuldigung, entschuldigen Sie. Tut, 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 tut. So, ja, sind auf dem richtigen Weg, perfekt. Findest du gut im mit Tastatur fahren? Ein Motel Karat, okay. Motel Karat. Ah, ist die Vene? Oh, dankeschön. Ey, ich mag das Spiel voll. Das ist voll geil. Warum ist das so gut? Ich dachte, wir hätten jetzt voll Spaß, weil es so trashig wäre, aber das ist cool. Oh. Ach, nie tamto. Listo, ać astanowa Burma, w proklaczku te triewo, ać my nie ta przed cielo. Pochwyć na topornik z lugażnictwa, ać zbywać o stalej obstory. Wir haben auch so ein blaues Hemd an. Nice. Ey!
Ey, ich glaube, ich spinne. Raus da. Sag mal. Sag mal. Ich glaube, ich... Nee. Ernsthaft? Ernsthaft? Okay. Okay. Gut. Wie kann ich den Fahrer töten? Raus hier. Raus! Nein, bist du... Bist du des Wahnsinns? Nein! Nein! Oh Gott. Also eines muss man sagen, die KI hat es wirklich geschafft und die hat reagiert, als ich die Sirene angemacht habe. Ja, geil. Hey. Ja, fürchtet ja so dafür. Ey, sag mal, ich glaube, ich bin hier fast überfahren worden, ey. So, nimm mir die Axt jetzt. Nimm mir die Axt. Ich hab zwar schon eine Axt, aber ist ja auch egal. So. Das hätte ich gerade nehmen sollen. Seid ihr noch drin? Schön drin bleiben, ne? Das muss man hier selber machen. Ey. Das ist ein cooler Bus da. Sag mal, was ist? Ich dreh durch, ne? So. Tür zu. Musik ist irgendwie ganz nice. Alte Ruin? Kommen wir da überall nochmal hin? Hat das irgendwie... So, ah! Woo. Ich möchte den Erik eine Uniform holen. Ah! Das war ein Zeichen. Ich darf ihm keine Uniform holen, weil dann kriegt er keine Ruhe von mir. So eine Uniform müsste ich ihn holen und dann sitzt er da und spielt dieses Spiel halt. Das wäre so cool. Wir sind da. Und rein geht's hier. Das ist ja auch komisch steuern hier. Oh. Was? Was? So, erstmal hier. Erstmal gucken, ja? Was arbeiten denn die? Ja, ja, sofort, Moment, ja. Das müssen die ja machen, ja? Häftling, macht nichts. Das macht nichts so doof. Uiuiuiui. Diese Smuggler. Hallo. Müssen wir irgendwann selber auch hier arbeiten? Hallo. Hallo. Ist das der Plot-Twist vom Game? Uiuiui. Also, ja. Platzladen, okay, mach ich. Warte, Platzladen. Da. Platz, Werkzeug. Ach so, ich dachte, das wäre auch irgendwie hier. Warum auch immer, ich weiß nicht. So. Okay, es geht nicht mit Controller. Scheiße. Ich kann wirklich nicht mit Tastatur Auto fahren hier. Es geht nicht. So schlimm. Oh, guck mal.
mal, wir sind genauso. Hey, wir sind auch der heiße Typ, das ist ja krass. Der einzig heiße Typ im Dorf. So. Ah, süß. So, wo sind wir jetzt? Da. Wir halten uns dann links. Ne, dann sind wir. Ah. Ja, wir fahren zurück und dann die nächste rechts. Moment. Ja, die sind weg. Also hoffe ich. Was ist eigentlich mit den Sachen, die wir bei haben? Sind die jetzt auch direkt weg? Vielleicht nehmen wir die ja gerade wieder mit. I don't know. Wir gucken mal. Die Musik, die Autos, das hat so DDR-Feeling für mich. Ja, ist es schon. Das ist schon krass. Ey, die Musik ist voll toll. Ich weiß nicht, die ist so fröhlich irgendwie. Eigentlich ist das ja alles ganz schrecklich hier. Oh ja, nice. Oh. Ui, ja, ja, das wäre fast zum Unfall gekommen. Laden. Vielleicht sind wir da. Besser als gedacht. Ja, ne? Also wirklich. Ach, der Motor geht alleine. Ach so. Hi, Vlad. Oh, ach so, mach nichts. Du bist es nicht? Gut. Oh, hi, Vlad. Was budro na šefin u vočka komandiri ač gomdra. Meno mjano Vladimir Nimčuk. Zato padrodniki Gavrič maja Vlad. A ja selut snego instrumentu, a ružniki eto lično naboj. Opta veduraš obarstnej hada roznikov. Munition. Uiuiui. Okay. Ada? Ada? Oh. Dreizack. Ein Gasrohr. Brecheisen. Also wir haben die Sachen ja alle. Die können wir wahrscheinlich kaufen, wenn die dann abgenutzt sind. Weil, ja, das. Ja, okay, ein Messer ist zum Beispiel schon ein bisschen abgenutzt. Dann würde ich doch glatt nochmal ein Messer kaufen, aber vielleicht ein. Nimm nochmal so ein Schnappmesser. Und das war's erstmal. Oh! Was hab ich jetzt? Hey. Okay. Nochmal. $250. Munition für Schrotflinten. Eine Granate. Warum kann ich das holen? Ich merke mir das, aber ich hole mir das so. Warum kann ich. Oh mein Gott, was kommt denn hier jetzt noch? Jay, wir finden auch so sind Drogen einfach da. So. Und ab zur Polizeistation. Ah, ja, stimmt. Da müssen wir die Sachen. Weiter geradeaus und dann links. Friedhof gibt's auch. Was ist denn hier los, Leute? Was kommt noch in diesem Spiel? Weil wir können ja auch GTA-Style einfach ganz viele Leute ummieten. Also grafisch läuft es auch mega flüssig. Ja, okay, flüssig. Aber ihr wisst ja, ne? Auch auf meinem PC können Leute. Können. Ah, Spiele! Oh mein Gott! Können Spiele ruckeln, wenn sie nicht geil programmiert sind. So. Oh nein, da ist unser Ex-Arbeitskollege Vladislav Vladiolo vergraben. Dem müssen wir einmal ganz kurz gedenken. Vladislav Vladio. Oh. Oh. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Da haben wir seinen Grabstein gesehen.
ja, immer noch ziemlich schlimm. Und wir wissen alle auch, woran er gestorben ist, ne? Genau, er war einfach der Beste in seinem Job. Der krasseste Grenzkontrollist der Grenzkontrolle ever überhaupt. Und eines Morgens bin ich aufgewacht und habe ihn schreien gehört. Ich habe gesagt, Vladislav Vladidiodo, was ist denn mit dir los? Und habe überall das Blut gesehen. Er hat sich beim Rasieren in die Hode geschnitten. Er ist komplett ausgelaufen und dann war er plötzlich tot. Er ist einfach einen grauenvollen Hodentod gestorben. Und das an einer Grenzkontrolle. Das war das Letzte, was er gesehen hat. Dafür einmal pray in dem Chat. Vladislav Vladidiodo. Wir werden dich niemals vergessen. Du hast wirklich tolle Arbeit geleistet. Fantastisch. Hm. Ja. Okay. Und jetzt können wir unseren Arbeitstag weiter nachgehen. Liegen hier Knochen? Was ist das? Ach, Blätter. Dafür hält man gerne den Verkehr auf. Der hat Hühner hinten drin. Ich will die Hühner, ich will die Hühner. Oh, wait. Ich will die. Aber ich kann die nicht nehmen. Ich wollte einen Huhn nehmen. Ich befreie euch. Und das Spiel lässt mich nicht. Das Spiel lässt mich nicht euch befreien. Macht's gut, liebe Hühner. Tut mir leid, ich hab's versucht. Messer, damit befreie ich sie nicht. Wir töten hier Menschen, keine Tiere. So. Bei Hühnern. Ihm war es wichtig, dass er die Hühner befreit, weil bei Hühnern muss er automatisch an Cock denken, weil Cock, Huhn und so weiter. Und, wer ist er? Marvin! Und jedes Mal, wenn er Hühner sieht, muss er dann automatisch auch an Hoden denken. Und deswegen war das jetzt gerade für ihn sehr wichtig, dass er die Hühner befreit und vielleicht auch mal richtig fährt. Das wäre vielleicht auch mal ganz gut. Ah. Hier ist die Polizeistation, das ist super. Marv, du bist ja da! Marv, wann streamst du dieses Spiel? Ich möchte das bitte bei dir sehen. Bitte, bitte. Das wäre so lustig. Schon wieder den Motor nicht ausgemacht. Egal. Jo. Jo. So, dann nehmen wir mal, also... Ja, du gönnst dir das alles, ne? Das, was konfisziert ist. Ja, pass mich auf, was nicht ever mal bei dir. Nabokov. Meno, Nabokov. Это мадро лида ач магазин. Мен биница, всем бронезы, туро или ач мено. Вас не та помскаю, а да селю тему адровни. Вадь вас иду? Вадь вас иду? Вадь вас иду? Хаб ich das nicht mitgenommen? Warte mal. Ist da irgendwo so ein Zettel? Hab ich keine okay, warte mal, ist irgendwie komisch. Ich habe keine Schmugglerware. Wo ist meine Schmugglerware? Haben die wieder rausgeschmuggelt? Warte mal. Ich muss die wahrscheinlich ins Inventar erstmal packen. One for you, one for me. Ja. Also. Kokain. Kokain. Ja, Kokain und Kokain und Falschgeld. Machst du super? Hallo? Ada? Ada? Na robotsa. Was pochwytieli adrowni kontrabandu. Gut, dass es bei dir ist, ne? Tu es nicht. Tu es nicht. Hahn, tu es nicht. Hahn? Okay, nein, ich rutsch Gott sei Dank immer ab. So. Was ist das denn hier für ein Labyrinth? Egal, mit Tür.
Ich bestimmt gerade auch wieder welche finden können. Du kannst ja richtig Scheiße bauen in dem Spiel. Das ist aber toll. Gute Nacht. Feierabend. Feierabend. Weiß, mach nichts. Ist aber da. Achso, da müssen wir wieder zurück. Okay. Nein, hört auf mit dem Messer, ihr Brutalen. Und wieder ab zum Grenzposten. Das war ein harter Arbeitstag. Wir sind also einmal komplett rum. Ich frage mich, was wir beim Karat-Motel... Oh mein Gott, ist das ein Tanzmädchenspiel? Ist das auch ein Tanzmädchenspiel? Weiß das jemand? Gefall ich dir gut? Zurück und dann links. Ausprobieren. Oh, das, wieso müssen wir sonst ins Motel? So, das ist ja wieder so ein Spiel. Das muss einfach sein. Dankeschön. Gefall ich dir gut? Dankeschön. Weißt du, ich spiele das jetzt die ganze Zeit und kein Tanzmädchen kommt. Erik spielt direkt Tanzmädchen am Anfang. So, irgendwas muss man ja mit dem Geld machen können. Oh, ich bin gerade echt. Ich wette, wir können halt selber auch kriminell werden. Deswegen vielleicht die ganzen Waffen und dann schwarz verkaufen die Sachen. Wir dürfen uns nur nicht erwischen lassen. Oh, ist natürlich interessant, ne? Es ist sehr interessant. Irgendwie so ein bisschen wie RPG-Musik, aber wenn du dann so eine leicht... so eine leicht orientalisch angehauchte Map besuchst. Das sie nie verstehen. Warum zur Hölle? Hier gibt es wahrscheinlich einen Eingang und ich habe ihn nicht gesehen, oder? So, Gefangene haben wir auch nicht, deswegen können wir einfach ganz normal schlafen gehen. So. Cooles Spiel. Tägliche Kostengebäude. What? Wir können also alles nochmal ausbauen. Das auch noch. Das wird lustig werden. Nasza drobna i niebrużna Denaya Aćgondra. Wybudzieć, obrabiać, a trosze edycieli, chudry gruzku, perewosku na Arodnija. Idźcie na przoda, aż probszać arbaśniejstwo. Wirkung von 19. April 1981 ändert sich der Verkehr. Jeder Fahrer, der im Besitz von Waren ist, muss einen gültigen Transportbrief haben. Jede Unstimmigkeit in den Unterlagen führt zur Verweigerung der Einreise. Und unsere Dienste belauschen ein Telefongespräch, dank dem wir konkrete Informationen über einen Schmuggler erhielten. Nationalität Republik Kasachstan. Okay. Transportbrief. Sir? Pierwsza edycieli, transportna jak rusku, ma dla walidy i transportni dokument. A walcie poprzaju jego dokumenty. Arosko pro szamana. Atmatur. Frachtbrief. Chemische Erzeugnisse. Toilette. Ach du Scheiße, muss ich das wirklich nachgucken gehen auch noch? Der Franka Rosak. Franka Rosak. 6B25 8Q8. Gültig bis zum 12. Mai. Wir haben den 19. April. Gültig bis zum 31. Mai. Beides 1981. Obecny sposób komparantna dokumenta na arabni stanów. Jeśli użycie gruzko pisotnika. Okej, a co ci? A wie pier, użycie pisotnika. Liczno w tym gruzków z eto maszynu. Hmm.
Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Oh, Hilfe. Hallo? Aber jeden einzeln hier? Hab ich jetzt alle? Seife einmal, Gasherd dreimal. Gasherd viermal steht hier. Eins, zwei. Ne, warte mal. Eins, zwei. Drei. Also ich sehe auch nur drei Herde und zwei Kühlschränke. Bin ich gerade wirklich verpeilt? Seife dreimal? Ist nur einmal da? Düngemittel siebenmal, Düngemittel zehnmal. Warte, da gucke ich aber mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Guck mal, ich glaube, wir müssen wirklich dann... Oder? Ah, Gott, das müssen wir wirklich richtig genau machen. Was mache ich denn da? Ja, also, der Gasherd, der ist es, ne? Und die Seife ist es auch. Kühlschrank 2, ja. Okay, aber hier kann ich jetzt nichts irgendwie anklicken. Ich sehe einfach nur, aha, ist nicht geil. Lass den Fahrer durch oder weise ihn zurück und wicke den nächsten heraus. Okay. Den lasse ich dann jetzt nicht durch, ne? Oh nein, nicht kaputt. Das war es mir wert. Das war es mir einfach wert. Das war cool. Oh, oh. Oh, hallo. Oh, wunderschön. Ja. Hallo, Sir. No, da vam nužno rozpravidjelić gruskov, lija kontrolni, lijepjer, dobracija, et krijuvku v pradomjatu. Vevracija vašego gruskov pisotnika, et lišno všem grusku pradomjatki, aby me skritovać jego na kontrolnaja grusku v zona. Ey. Ilio, od sabik sarasta? Ja, Kanasta, gib her. Ach du Scheiße, okay. Der Murat Schuli, Q7NI, Q7NIX, alles klar, Republik Kagastam. Oh mein Gott, der ist derjenige, was mit bestätigter Fracht? Das ist derjenige, der Dreck am Stecken hat. Wir können übrigens auch immer noch diese automatischen Erkennungsdinger machen, aber ich will die einfach gar nicht machen. Ich finde, das ist ja Cheaten dann, ne? Gültig bis zum 19. Mai und gültig bis zum 21. Ja, das Gate noch 81-81, perfekto. Bild ist auch gut. Wähle dein Frachtbuch aus und interagiere mit den E, um die Ladung auf. Das ist einfach schon mal viel, viel besser. So, der wieder einrollen. Ach du Scheiße. Oh. Ein bisschen ungenau. Es dauert. Ich muss so ewig lange klicken. Aber ich weiß nicht. Ich finde das hier so. Boah, ich bin so enttäuscht, ne? Raus hier. Aber sofort. Das ist ja unfassbar.
Du bist ja richtig kriminell. Du bist ein richtig, richtig krimineller Boy. Aber ganz böse. Ja. Böse! Ich hätte jetzt noch ein paar Fahrzeuge ab. Dann muss ich aber erstmal das Ding da wegmachen, ne? Ich roll den Scheiß jetzt aber nicht wieder ein. Wo ist der Kollege? Kollege Schnürschuh, hallo. Ada. Was hier rauchen? Arbeiten! Spinne. So. Okay, weiter geht's. Kann ich das Auto haben? Jetzt braucht er eh, braucht es doch eh nicht mehr, ja. Ah ja? Snego Dainara. Joharilson. Hallo? Einmal bitte aussteigen. Ich werde jetzt Ihre Daten überprüfen. Ja, oh, da sind wir aber richtig nett hier, ne? Wir sind richtig nett. Sie haben eine Ziege dabei. Madis Opa? Madis Opa? Sie sind also der Opa von Madi? Was hast du denn für ein Y-Kind? VW6M, VWXM L420, gönn dir. Gültig bis 6. Mai, gültig bis 23. August, da ist alles okay. Alles okay. Ich muss einmal ihre Ziege sehen. Die ist so fett. Das sind zwei. Nein, lade aus Ziege. Ich lade mal die Ziege kurz aus. Meine Baby. Du bist jetzt aber nicht hier, oder? Schmuggelst du hier was? Hm? Das habe ich die ganze Zeit vergessen. Du hast Dreck am Stecken. Hundertprozentig hast du Dreck am Stecken. Das ist einfach... Die Musik verrät es mir. Wieder mal. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Der hat irgendwas. Ich vertraue dem Mann nicht. Was übersehen wir? Was übersehen wir? Du denkst für echt, du bist safe, ne? Weißt du was? Ich habe einen anderen Trick. Den werde ich dir zeigen. Ich werde dir jetzt meine Tricks zeigen. Ich bin nämlich ein Profi in meinem Beruf. Ich wollte eigentlich da unten drauf. Ah, okay, das geht nicht. Okay, weißt du was? Ist okay. Nein. Ich wohne jetzt hier. Hier stinkt es nach Ziege. Ich meine, was soll ich hier aufmachen? Ja, aber vielleicht unter so einem Brett? Ja. Ja, ich leuchte mal die Ziege ab. Oh mein Gott, bitte nicht. Oh, das wäre ganz schlimm. Okay. Nee, alles in Ordnung bei der Ziege. Warte, ich weiß nicht. Ich glaube, ist der sauber? Das ist gar nicht seine Ziege. Oh mein Gott! Hört auf, sowas zu sagen. Das verunsichert mich. Leute, ich kann nichts entdecken. Das ist der Opa von Madis. Ich meine, den kennen wir doch. Das ist der mit dem Y-Kinn. In die Ziege musst du auch schauen, nicht nur vor außen. Mhm, ja. Ich hatte gerade auch... Eigentlich diese Ziege, das macht mich wahnsinnig. Bei dem Spiel würde ich sogar erwarten. Ich würde es sogar erwarten. Zurück zum Fahrzeug. Leute, es ist Maddys Opa. Der ist safe. Ach komm. Ja, komm. Nimmst mal ihre Ziege wieder. Hier kannst du mal die Ziege da wieder reinmachen. Ziege reinmachen. Ach, zurückgehen. Schädige Fracht, eine Ziege. Habe ich gerade gar nicht gemacht. Okay, ja dann, würde ich sagen, Junge, du bist, oh Gott, was mache ich denn jetzt nochmal? Warte, Achso. Er kann gehen eigentlich. Hm? Nehme ich. Akaristańska Atlista. Bisschen schnell unterwegs mit der Ziege. Perfekt. Geil.
Der letzte ist es. Der letzte ist. Ja, wir schauen mal. Was hat er jetzt? XXL-Känguru da drin? Was haben wir da auch? Aha. Ja, komm. Madre Ilio Ostorozny. Oh nein, sind das... Ach, du Scheiße. Nee, warte mal. Moment, Moment. Hallo? Ich muss auch die Gesichter immer angucken, ne? Aroska propshamana, atmatur. Hallo? Mario Bayrak? HZ19, 6G55, gültig bis, nicht für, sondern bis November und gültig bis zum 30. Mai. Heuballen 10. Also. Achso, das. Also da habe ich jetzt alle. Also, anscheinend sind es wirklich nur 9. Du bist doch ein bisschen besser, wenn man das hier deswegen machen. Aussteigen, Junge. Ja, ist echt schwierig, ne? Also das sind jetzt so viele Sachen, die vergisst man irgendwie dann doch so ein bisschen. Ah, ist Erste-Hilfe-Kasten. Ist doch schon mal ganz vorteilhaft, ne? Ne? Probschać duro vaša robocja. Ni madre broniezy tajet. Ich meine, der hat jetzt, ja, mit der Fracht haben wir jetzt da was, ne? Aber das war es irgendwie auch schon. Ey, damit gebe ich mich ja jetzt null zufrieden. Junge, du hast doch hier irgendwo was. Das tun wir nicht so. Irgendwo hier ist was. Ich hab dich und ich, also ich hab einen Verdacht. Du, hier fehlt noch die Schmugglerware, Junge. Okay. Oh, du denkst, du kannst mich verarschen, ne? Sag mal, ist neu. Ist doch nicht. Ist der von gerade, den ich ja schon angeleuchtet habe. Ah, Leute! Also, bei dem muss was sein, weil ich hatte die anderen alle richtig. Deswegen muss hier irgendwas sein. Was ist mit dir? Wer bist du? Wer bist du wirklich? Habt ihr was gesehen? Nee, ne? Ich frage jetzt mal einfach den Chat. Ihr dürft nur ja oder nein sagen, das dürft ihr. Wenn ihr was gesehen habt, schreibt ruhig ja. Aber nicht sagen wo. Nein. Leute, ich kann nicht das... Der muss! Nee. Nein, nicht sagen was
Und auch nicht sagen, dass du den Pass frei habe. Ich mach wieder zurück. Okay, dann weiß ich jetzt, da habe ich nichts übersehen. Warte mal. Ah. Ist alles in Ordnung? Das Einzige, was das ist, ist das hier, ne? Aber trotzdem hätte ich glaube trotzdem, dass der irgendwie. Also irgendwas fehlte da noch. Watch out, Dainara. Ich springe rechtzeitig ab. Tschüss. Hui. So, da ist er weg. Horosno, Horosno! Vasa kurka uczeniaca! Poszli oddychali jepier. Utrosne lato den naja naszego trenirovka. Das durfte ich jetzt auch nicht machen. Ungültiger Kontrollbericht muss mindestens einen richtigen Grund für die Rückweisung des Fahr... Okay, dann muss ich das... Ah! Oh Gott, wie konnte ich das denn nochmal machen? Ich hätte den einfach... Was hätte ich denn da nochmal machen müssen? Die Fracht war falsch. Es war aber kein Schmuggeln, ne? Oder ich bin sehr verwirrt gerade. Nee, im Heuballen. Ich habe die Heubälle auch alle abgedingens. Mega weird. Also bei ihm war so alles richtig, aber er hat auf jeden Fall was beigehabt, ne? Eine Liste ankreuzen? Nee, guck mal, in der Liste war ja alles richtig. Ich weiß nicht, ob das in dieser C-Liste ist, aber wir gehen jetzt erstmal schlafen, wir gucken mal, nächster Tag. Auf den Zettel vermerken? Konnte man auf dem Zettel was vermerken? Nicht korrekt, der Prüfung 2, what? Wir gucken gleich nochmal, ne, ob wir da was machen können. Mit Heugabeln pieksen. Ach, ja, okay, aber das hätte er uns ja sagen müssen. Ja. An die Arbeit. Oh, ich hab hier hinten so einen blöden Knoten. Das ist so nervig gerade. Au. Im Bericht das Kreuz setzen, dass die Ladung nicht stimmt. Müssen wir gleich nochmal gucken, wo das Kreuz... Also, nee, ich guck gleich nochmal. Oh. Guten Tag, hallo. 5TN. Ist die Zulassungsnummer... Was ist die Zulassungsnummer? Ist das auch wieder doof übersetzt? Da bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Okay, das ist einfach nur sowas. Kleinhandel. Einige Besucher werden mit dir handeln wollen. In einem kommunistischen Land sind lebensnotwendige Dinge oft nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich. Kleinhandel ist eine Möglichkeit für dich, zusätzliches Geld zu verdienen. Der Preis einer Ware in deinem Inventar ist der Preis, für den du den Gegenstand gekauft hast. Du kannst vor dem Verkauf ganz einfach prüfen, ob dein Geschäft profitabel ist. Erkauf das hier, habe ich leider alles nicht. Wir haben ein Päckchen Zigaretten und einen Alkoholkanister, stimmt. Aber den müssen wir ja noch ab... Haben wir den nicht abge... Oh, wir haben den nicht abgegeben. Aber weißt du was? Hier, komm. Kauf die. Hier, kauf die. Gut. Sack Kartoffeln, purer Wodka, Päckchen Kaffee, nee. Alkoholkanister, stimmt, die habe ich überhaupt gar nicht hier reingepackt, ich doof. Hab ich voll vergessen. Okay. Er lebt noch. Dobrze, Rado. Sem budu, eto pariatko. Savar Sabirov, Ceva, ist er schon mal. Der heißt Ceva, wir schon weg. Zack. NWNL 8B76, gültig bis zum 14. Ah, die Gültigkeit ist aber.
So, ach, Frachtbrief, hier. Das ist natürlich nicht geil. Das ist auch schon over, ne? Gut, dann hätten wir schon mal das. Medikamentenkette, okay. Also erstmal aussteigen, Junge. Boah, das wird ja richtig schön kompliziert jetzt, ne? Haben wir vorher noch mit den Handel betrieben. Unfassbar, aber die verrät er uns nicht, ne? Was lade aus die Scheiße? Ja, alles gut. Leider alles sauber machen, es tut mir leid, Sir. Guck mal, wie man die Maus einfach festhält. Oh, das ist ja wunderbar. Oh, viel, viel besser. Ich kann nicht mehr. Ist das geil. Haben wir sonst noch was? Ich glaube, das war's, ne? Medikamentenkiste 3, Düngemittel 6, Fischfass 1 und Kaffeesack 1. Ist alles richtig? Scholek. Ja, hallo? Hallo? Was warst du? Gib mir mal die Fracht zurück erstmal. Weil da hat er ja wirklich nichts falsch gemacht. Ja, natürlich war das alles in Ordnung. Alles okay. Hier ist auch nichts. Ersten Blick sehe ich hier auch nichts. Ich halte mich immer viel zu lange damit auf. Nichts. Nichts. Da hätten wir eigentlich nochmal gucken können, ich doofe. Set I have ja mega verpeilt. Aber ich glaube, wenn hier Fracht drin ist, ist da nichts drin. I don't know. Nee, ich muss den nicht verhaften. Alles gut. Das ist ja wirklich die Einreiseerlaubnis nur, ne? Oh nein, nicht kaputt. Nicht böse sein, ich gucke so selten da auf den Chat, ne? Scheint immer lustige Sachen, weil wegen Backseat Gaming das ist. Ich glaube, man kann es nicht. Also ich weiß nicht. So, den vierten Schmuggler brauchen wir, Leute. Den Zettel hier, das ist gar kein Schmugglerzettel. Ich habe mich gerade voll daran irgendwie aufgehangen. Okay, perfekt. Was haben wir? Mit Türsteher. Oh! Es gibt ein Türsteher-Spiel, das so in der Art ist. Das ist ja geil. Sorry. So, hi, Dokumente. Gib hier ja, Zarasta gleich ich auch. Ey! Ey, ey, ey! Ey! Die Kuh! Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Oh, die Scheiße an! Wo war das denn jetzt? Täterrichtung, keine Ahnung, Norden! Irgendwie so, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht. Norden, Osten, Süden, Westen hier und so weiter und so fort. Wir sind auf, ja, hier ist auf jeden Fall, wir müssen hier und so weiter und so fort. Oh nein, er flüchtet der Bäder. Wir retten die Kuh. Okay, habe nun Sicht zum Fahrer, Sichtkontakt ist da, keine Ahnung. Ich glaube, jetzt werde ich genau einen Fuß machen, ne? So. Weiter in Sichtkontakt, er fährt weiter in Richtung Norden. Ich weiß es aber nicht genau, aber es scheint so, weil alles, was vor mir liegt, ist jetzt Norden. So, fährt weiter Richtung Norden. So, ja, genau, Richtung Aphrodonis. Weiter. Kuh, Bertha, wir rennen dich. Er hat Bertha die Kuh gestohlen. Okay, wir machen gerade Roadblock Box in Ding. Was liegt da? Okay. Scheiße. Wir müssen hier raus. Oh Gott, das ist schon sehr das Blut der Kuh. Was war das denn, Junge? Ich glaube, ich spinne. Wow. Hallo. Hi.
Ei. Unseren Joppen natürlich ordentlich, ne? Hallo, Mibi. Guten Tag. Fein bist du. So. Kuh gerettet, Leute. Können wir denn vielleicht die Kuh noch irgendwo, können wir das hier irgendwo hinfahren? Ich meine... Was ist mit der Kuh? Warte mal, ich stelle die mal hier in Sicherheit. So. So, Kuh, dir kann nichts mehr passieren. Alles gut. Muss ich wieder gehen mit meinem Messer. Ripp, weil die Kuh Schlangen wohl gehabt hätte. Oh ja. Oh, wir haben nicht... Oh, Mann. Ich sehe den Timer. Code 4, 1 ist beendet. 10, irgendwas. Whee! Ja, Motzlum auf jeden Fall. So. Bitte auf die Mods hören. Lass uns einfach weiterhin Spaß machen und richtig bescheuerte Sachen in den Chat schreiben. Das ist am lustigsten. Nein! Oh Gott, ich habe so viele Tiere hier zu retten. Das ist ja furchtbar. Wupp. Okay, das Gute ist, wir mussten halt wirklich nur geradeaus fahren, weil ich kann die Karte noch... Also ich kann die Karte noch absolut nicht auswendig. Noch nicht auswendig, meine ich. Ah! Ich muss sie, glaube ich, reparieren, ne? Drogen waren bestimmt für die Kuh. Was für Drogen? Ich konnte ja noch nicht mal gucken. Da war es ja schon vorbei. Uhuhu. Machen wir Sirene aus. Ja, ja. Marisu. My zatracili radio Sijaza, ać brigadu starszy ni Gavrilowa. Oni madre tropsaja, ili kwawo fista terrori, ać laso pilnikowna ja. Wielo eto ażne, ili owy madre churka paszlo. Koresel sorokin, możnieje was. Oh mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Wir machen doch nur Grenzkontrolle. Oh, ich hab immer noch einen Gefangenen. Kann ich den nicht ins Auto packen? Ja, komm mal mit. Ich hab dich vergessen, sorry. Mach die Scheiße zu. Ich hatte den voll vergessen. Also, ich nehme direkt noch hier, das hier mit. So, Alkoholkanister, let's go, weg damit. So. Nimm Kontakt mit den... Oh, so. Oh mein Gott, Leute, jetzt wird's ernst. Oh, Leute, oh Scheiße, wo packe ich das denn jetzt rein? Ah, wo packt man das rein? Okay. Oh, Scheiße, Leute. Oh, Scheiße, ne? Es wird jetzt ernst. Es wird ernst. Okay. Also, erstmal kannst du mal kurz reparieren. Macht nix. Wir haben Gefangenen dabei, aber ist egal, ne? Eto prabotni aparatnjog problema zadom. Eto da ližna droni od montra. Jetzt hab ich gerade gucken, wer das ist. Sägewerk. Rechts halten und dann die nächste links. Hä? Warum haben wir ein Uhr? Ich wollte heute nicht so lange machen. Ich hab auch einen Montag einen voll langen Termin. Ah! Voll langen Termin. Einen vollen Frühtermin, ja perfekt, wir sind genau richtig. Dann machen wir es genauso. Wir fahren jetzt über Land. Das Spiel macht Spaß. Ich sehe uns eben wieder in ein paar Streams. Das ist voll geil. Das macht wirklich Spaß, dieses scheiß Spiel. Warum ist das so spaßig? Ich habe den Key gekriegt und dachte, wir hätten ein Trash-Spiel. Mann.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der Gefangene denkt sich jetzt nur, the fuck? Das ist ihr Gewerk schon. Oh oh. Ilio Budra Paga. Hat хороший работа. Не так то уварич. Старшина Гаврилов естьо заздро криминалов. Старшин Гаврилов. Ашита Аралач. Айо мадро усвядомица инспектора или инциденте. Nein! Sergei Sergion! Boah, dieser Galivrov, ne? Ich glaube, ich spinne. Oh. Urka, opokameno. Was można je wożywatko? Oh Gott, das war geskriptet? Akaristanska was требует? Ja, ich weiß, ich bin der Beste. Hä? In der Überzeugung, dass du tot bist, fliehen die Rebellen aus dem Sägewerk. Nach einer Stunde schickt der besorgte Kommissar seinen Stellvertreter zusammen mit einer Hilfstruppe zum Ort des Geschehens. Die Wunde an deinem Kopf stellt sich als oberflächlich heraus. Leider hatte Genosse Sorokin, nein, der hieß Sergei Soyolo, nicht so viel Platz in dem Beutel da. Schulung abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt bereit, selbstständig zu arbeiten. Erfülle deine Aufgaben richtig und befördere. Okay, zu diesem Zeitpunkt an werden wir dich nicht mehr finanziell unterstützen. Eine Verschuldung der Station führt zur sofortigen Entlassung. А я разный лишь наживатко. Я вон из тебя через тебя не ёбал. Пусть я гофан. Лишь то вас готов к услужни. Или рапортач комиссар, мену лишь стать вас на жеработцы. Паришу, корна РКИ, ту распатну хитровня. Это барс народний. Мы не позволите их то грузку, перевозку, ач всем. Это валишь то ач вас. Nach den Enthüllungen über Verbindungen zwischen Bürgern und des Königreichs Ekai und der kriminellen Gruppen hat die Regierung ein Embargo für alle Waren aus dem Land verhängt. Fahrern, die Waren im Gepäck aus dem Königreich Ekai transportieren, ist die Einreise untersagt. Okay, das... Oh mein Gott, das müssen wir uns voll mehr... Oh, Moment. Erstmal Zeitung lesen. Eine humanitäre Organisation aus dem Königreich Ekai oder RKI, wurde dabei erwischt, wie sie Feinde unserer Nation unterstützt hat. Die Weiße Taube verkaufte unter dem Vorwand, Familien in den Vereinigten Rali zu helfen, Waffen an Banditen der blutigen Faust. Oh mein Gott. Königin Kailana bestreitet jede Verbindung zu dieser Organisation. Und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, hat unsere Regierung ein Embargo für alle aus dem Königreich transportierten Waren verhängt. Für alle. RKI. Zerstörerisches Element. Schwere Regenfälle im Westen des Landes führten zu Überschwemmungen, die viele landwirtschaftliche Kulturen zerstörten. Aus Sorge um das Wohlergehen der Menschen in der Region hat die Regierung beschlossen, die Beschränkungen für Lebensmitteltransporte aufzuheben. Okay. Also Lebensmittel ja, RKI nein. Was mache ich denn jetzt? Ich muss den ja eigentlich zum Polizeiding da auch bringen, ne? Ich warte halt mal ganz schnell. Bestimmt alles gut. Warte mal, wie ist denn jetzt der kürzeste Weg? Ja, einfach geradeaus, okay. Das geht, das geht. Das können wir machen. Und dann die Drogen trinken. Ich befolge nur meine Arbeitsanweisungen. Bis später! Kack bitte nicht ins Auto. Okay. Das machen wir dann nach dem Dienst. Nach der Arbeit, meine ich. Nachdem wir alle da fertig haben. Okay. Ah, da kommt Sergeant Kowalski an. Aber in Real Life, die Real Life-Version. Hallo? Was ging ja? Nee. Warum so schnell? Ich muss ja Verfolgungsjagd machen, ne? Weißt du was? Deine Ware nimmst du aber nicht mit, zur Sicherheit. Sag mal. Wie soll ich denn da dran? Also erstmal, gib die Papiere. So.
Azamat Kuliev 6M X0 41K8. Er ist Königreich von Erkai. Let's go. Bestätigte Fracht. Bla. Frachtbrief. Wie machen wir das denn ins Frachtbrief einfach, oder? Muss ich die Fracht trotzdem durchsuchen? Weil. Wisst ihr, wie ich meine? Also, erstmal ist das sehr schwer. Ich komme hier gar nicht dran. Oh. Ich glaube, sie haben von unserem Embargo noch nichts gehört, oder? Das leite ich mal direkt rein und raus wieder. Ja, sieht aus wie so eine Schlange da. Also ihn, wie gesagt, bei ihm die Ware. Sowieso nicht. Ich mach's trotzdem mal, wegen Punkte anscheinend. Okay. Reinigungsmittel 4, Kartoffelsack 3, Gepäck 2. Also das ist ja richtig. Es tut mir auch wirklich voll leid jetzt. Moment. Embargo. Die Einreise untersagt. Okay. Sorry. Also du kannst wieder ins Fahrzeug. Meine Firma bereits entgegengenommen. Du musst die Fracht an das Fahrzeug zurückgeben. Ah ja, stimmt. Hey. Mach weg. Ab Madura. Ja, ne, wir fahren wieder nach Hause. Atayo, Siem Rachove. Ja, sag mal deiner Königin Bescheid. War glaube ich so, ne? Sag das mal Serge Seyoyo Bescheid, ne? So, Deutsch. Oh oh. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Guck mal. Du musst mindestens einen richtigen Grund für die Rückwahl. Einen richtigen Grund. Oh, das ist ja schon wieder okay. Also, es war richtig, aber ich habe wieder vergessen, irgendwas an. Okay, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Der nächste. Wir gucken gleich mal, falls wir das nochmal haben. Style Sticky, vielen Dank. Hallo. Oh, da ist der Ghostbusters. Ah, ne. Hi. Hi. Natrich, akrowrotaj. Okay. Juri Isakov, 69F4, 906P, 30. April, in Ordnung, gültig bis zum... Was sind tägliche Bestimmungen? Ach, vergleiche... Warte mal, erstmal ganz kurz, passen wir. Vergleiche die täglichen aktuellen Vorschriften mit den Dokumenten der Fahrer und dem Fahrzeugzustand. Da müsste ich es wahrscheinlich machen, oder? So, ansonsten ist ja eigentlich alles richtig bei ihm jetzt. Können Sie bitte einmal aussteigen? Ah, gut. Der falsche Geburtstag. Wir können den falschen Geburtstag tatsächlich nicht nachkontrollieren. Also nicht, dass ich wüsste. Akronur masch minut czas. Ach so, ja, dann mal gucken, wer gleich einreist, ne? Don't fuck with the healer. Ich bin zwar kein Healer hier, aber das soll man nicht machen, ne? Nee, nicht so gut. So, jetzt lassen wir uns mal gucken. Sir, wir hatten schon lange keine Schlange mehr gesehen. Was ist denn los? Oh, achso, das schon. Lange keine Schlange. Herange mit der Schlange, die da ist so lange. Herange mit der Schlange, die da ist so lange.
Lass mich, ich bin wieder drin. Ich bin wieder voll im Wahn. Mich nicht mehr zu helfen. Ich muss nach Koffer. Ich sag mal Kofferraum, Motor! Hier beugt er sich nicht so rüber wie bei den anderen, ne? Gepäck 5. Gepäck 7. Habe ich hier vielleicht irgendwas? Also Gepäck 5, Gepäck 7? Mehr gibt's nicht, ne? Oder habe ich was übersehen, was ich da noch rausladen kann? Ich sehe hier nichts mehr. Hier auch nicht. Warte mal, habe ich hier gerade nicht mit der UV-Lampe? Halt die Fresse. Okay. Wird langsam ein bisschen ungeduldig, ne? Sag mal, irgendwas muss doch jetzt hier sein, wenn er sich so benimmt, oder nicht? Also, bei ihm ist auf jeden Fall was mit... täglich... Warte mal, erstmal, wo kommt der her? Ach, das ist ja eh jetzt egal. Frachtbrief auch noch. Die drei Sachen jetzt. Foto, er ist es auf jeden Fall. Das stimmt nicht überein. Dann schauen wir mal, ob das jetzt so richtig ist. Ich sehe schon, im Chat wird wieder ausgeblendet. Es ist so furchtbar, weil man denkt... Sitzt hier und denkt sich, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Ah, so, erstmal... Ne, Moment. Wie können wir denn ins Auto? Wir haben nichts gefunden an Schmugglerware. So, und wissen Sie, was Sie dann machen können? Sie können wirklich ganz in Ruhe einfach mal weiterfahren. Jetzt gucken wir mal, ob es jetzt richtig ist. Einfach jeder Stream immer fast grau, wenn ich was spiele mittlerweile. Ist so krass geworden. So, ich bin gespannt jetzt. Etwas zwischen den Schlüppis. Ja, den... Okay, ich frage mich, ob wir irgendwann die Leute auch noch an sich durchsuchen müssen. Wisst ihr, wie ich meine? Danke, liebe Mods, dass es euch gibt. Ich danke euch so sehr. So. Dankeschön. Direkt von Anfang an. Nie tap ilio one brazu nasze wyprawiteli, a da sapoczna eto terrora. Du bist also, okay, du bist Akaristaner. Ja, gut, okay. Dann gucken wir mal ganz kurz, Valentin Novikov. Valentin Novikov, ne? Wie ist das denn mit den GN4F6101? Ist auch in Ordnung. Das ist auch noch gültig. Und hier ist es auch noch gültig. Ich bin sehr stolz. Und sie haben 1 Kies dabei. Sie haben einen einzigen Kies dabei, ja? Hier haben wir einen Kies. So. Bitte einmal das Auto verlassen. Ich müsste einmal ihr Auto kurz durchsuchen. Und ich müsste einen Gefangenen noch wegbringen. Oh. Aha. Oh, das ist ja interessant. Und nicht so viel meckern! Ich muss noch einmal Schicht Laune haben und dann mache ich sie hier fertig. Das wollen sie ja nicht, ne? So, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Also machen jetzt keinen Scheiß hier. Sonst tue ich so, als wäre hier irgendwas drin, dann sind sie im Arsch. Habe ich halt $100 weniger, aber was soll's. Also, so, was wieso drücke ich da drauf? Ey, ich muss doch gar nicht mehr so viel spucken jetzt mit den Zähnen, ne? Juhu. Ein Hoch auf, was auch immer die da gemacht haben. So. Okay. Müssen dann auch einmal hier hoch. Können Sie mal bitte den Kies ausladen? Hätte ich vielleicht sogar machen sollen, ne? Also es ist lange her, dass wir das hatten, aber ich glaube, hier ist tatsächlich alles in Ordnung. Bei ihm ist, also es gibt nichts, wo ich jetzt sagen könnte, das wäre ein Problem. Das genehmigt. Atlista.
Scheiße, ich habe das Foto nicht gesehen. Ich hab gar nicht auf das Foto geachtet jetzt. Darauf habe ich nicht geachtet. Darf ich nochmal mit rein, bitte? Darf ich nochmal mit rein? Oh oh. Bin gespannt. No, proszajać. Eto nasze wyobartna kontrola. Rabotaj eto mo, aż wy dobrać wielatko promota. Uhuhu, dankeschön. Ja, deine Reifen sehen wirklich nie mehr so gut aus. Hallo, gib mir sofort, du weißt es doch, gib mir deine Dokumente. So, jetzt sollte alles in Ordnung sein. Das heißt, wir hatten das schon mal. Die weiße Taube hat einem Mann für jahrelang geholfen, da gab es keine Waffen, deine Verteidigung. Die Feinde unserer Nation, weiße die weiße Taube, die sind ja unsere Feinde. Aber steht das auch jetzt hier mit drauf? Hier steht nur Erkai. Und kriminellen Gruppen. Warte mal. Nach den Enthüllungen über Verbindungen zwischen Bürgern des Königreichs Erkai und kriminellen Gruppen. Das heißt, eigentlich müsste... Ihr seid übrigens so süß im Chat. Eigentlich... Okay, wie sie feiern unsere Nation, die weiße, genau, die weiße Taube ist sehr böse, ist ganz, ganz böse. Und so sieht einer aus, das ist einer von den ganz Bösen, guckt euch den an. Ja, und jetzt wirst du gleich mal, ne, wer meine Nation hier beleidigt, hier Akani Nasistan, Miko mit zwei I, Tobinator, Tobrellutus. 96 UQ 5Y87. Okay. Gültig bis zum 16. Mai. 81 ist okay. 22. November 81 ist auch okay. Du hast einen Besuch. Ja, wunderbar. Dann gucken wir mal. Hast du. Wir hätten noch. Hast du Fracht bei? Hast du nicht. Keine Fracht bei, aber. Tut mir leid, das muss ich schon mal anklicken. Was ist mit dem Foto? Ja, das bist du wirklich. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, ne? So, die weiße Taube, also, da bist du, ne? Die weiße Taube ist also gar nicht so, sagst du? Willst du damit sagen, meine total saubere Regierung hier lügt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Du Lügenbaron, da macht man Zickzack mit meinem Arsch. Hm. Es kann doch nicht sein, dass wir gar nichts mehr finden. Wie ich hier nie unterscheiden kann, ob da was ist. Ne? Ich muss immer mit der Maus lang gehen. Das ist halt die Sache, ne? Ich nehme das hier. Gut, ich habe wieder Motsche, guck mal schon wieder lachen. Was mit Kacken? Fahrer war sauber? Nein, der gehörte doch zu Weiß. Der hat doch gesagt, mit der weißen Taube. Hat er nicht gesagt, wir von der weißen Taube? Also jetzt wirklich? Der Rest war ja okay, aber war das nicht... Hat er nicht gesagt, wir von der weißen Taube? Okay, aber gut. Wir haben einen guten Schnitt, ne? So, letztes Auto. Danach... Ist das denn hinten ein Kreuz? Warum steht denn da hinten ein Kreuz? Oh mein Gott, ein Game Secret. Da müssen wir gleich mal hin. So, hi. Aussteigen. Hallo? Sagen Sie auch was? Atmatura. Gleich geht's los? Okay. Was geht denn gleich? Eto kornava turo rozdruki ada aružniki perevosku. Enobdi gardu akarov ač lejno ač ana.
Abgelaufen schon mal. Zion. Oh. Alexandrowitsch, okay. Hier ist es gültig, hier ist es aber nicht gültig, Junge, ne? Das ist ein Jahr alt, der Reisepass. Propšaju, is kameno mašinu ač bagra eto karisa. Bako? Nein! Du Schwein! Denkst du, ich bin so billig zu haben? Ich hab kurz überlegt, aber nein! So, jetzt lass ich mal ganz kurz hier meine Arbeit weitermachen. Jetzt hab ich wegen dir eine Kugel verbraten, du Arsch. Ich bin so enttäuscht von dir. Was ist denn mit dir? Du enttäuscht mich so hart. Erst lästern und dann selber so sein. Was ist das denn? Schäm dich. Schäm dich. Du bist verhaftet. Damala. Ich glaube, ich spinne. Oh, was denn jetzt? Mit diesem Computer kannst du deinen Posten verbessern, die täglichen Kosten für die Wartung kontrollieren und die Statistiken deiner Arbeit überprüfen. Stelle zusätzliche Wachen auf, um die Verteidigung der Polizeistation zu verbessern. Baue Gebäude auf, um mehr Platz zu gewinnen oder deine Wahrnehmungsfähigkeit zu erhöhen. Ja, geil. Hallo. Gebäude aufbauen? Oh mein Gott. Ach, das ist aber nur da. Nee, ich will aber hier. Ja! Was können wir denn haben? Ah, nee, warte mal. Nein, ich... Upgrade... Upgrade 600. Okay, warte. Lager können wir auch upgraden. Ja, das ist cool. Das ist cool. Gefängnis. Oh mein Gott, ich sehe das so hart. Okay, wir können uns noch nichts davon leisten. Ja, einfach nur was anderes an, ne? Warte mal, wer ist das? Oh, der hat die Wohnungsbaulotterie gewonnen. Das ist ja cool. Ja, okay. Warte mal, das ist der Wächter hier, der hier... ist das derjenige, der hier aufpasst auf die Gefangenen? Boah, das ist aber schon ganz geil. Aber ich will lieber... Ich meine, wir... Ja, ist schön, dass wir da so viele haben und so, ne? Aber... Okay, Auto. Okay, ich will auf jeden Fall... Also worauf ich Bock hätte, wäre das hier. Aber am meisten hätte ich Bock, das hier zu upgraden. Wir brauchen also wirklich Geld, das heißt, wir müssen uns ein bisschen... Wir müssen uns ein bisschen bestechen lassen. So. Ich fahre jetzt erstmal die Gefangenen weg. Ja. Jetzt. Now is the time. It will happen. Wie ist da einer im Polizisten Kowalski jetzt wirklich? Ach du Scheiße. Ey, das macht so Spaß. Warum? Oh mein Gott, da sind ja noch Leute. Ja, okay, tut mir leid. Ihr müsst leider immer noch warten, ne? Ich lasse euch mal ein bisschen Musik an. Sorry. Was ist das denn? Die armen Leute. Oh, scheiße. Was ist mit dir? Warum hast du denn da... Was ist da? Was war sie du? Was war sie du, die du? Prüfbereich leeren. Ach ja, stimmt ja, das Auto, ja. Jetzt aber. Platz im Gefängnis zu schaffen. Ja. Können wir jetzt endlich? Ich will schon die ganze Zeit machen, das kann doch nicht sein. Ja, endlich. Perfekt. Wenn du
durch die Welt von Akaristan reist, was wir hoffentlich gleich machen können, musst du dich vor den feindlichen Truppen der Oberankopf-Bande in Acht nehmen. Ach du Scheiße, sie werden versuchen, ihre Kameraden zu befreien oder beschlagnahmte Waren zurückzuholen. No! Wenn du ihnen begegnest, habe ich irgendwas weggepackt, kannst du weglaufen oder gegen sie kämpfen, um eine zusätzliche Belohnung zu erhalten. Ich habe immer noch die Zigaretten bei. Oh mein Gott! Oh Gott, Leute, ich habe Angst. Auf zwei war die Waffe. Hallo. Ja, alles cool. Ja, ich bin einfach nur ein Polizist. Alles gut. Bin sehr unauffällig. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ja. Achso, deine Frau weiß auch Bescheid. Das ist ja gut. Ah! Ah! Nee, ich bin noch nicht bereit. Ich brauche eine Shotgun. Meine Güte, das ist ja krass. Ich hätte die vielleicht aber alle umfahren können. Auf die Idee bin ich jetzt gar nicht gekommen. Wisst ihr, was ich im RP machen will mit Ariane, wo ich auch eine ihrer Stärken sehe? Verhöre. Da sehe ich sie. Da sehe ich sie sogar sehr. Dass sie darin ausgebildet wird. Ach, wieso ist der ganze andere Kack so kacke? Ich will nur so ein Zeug machen, nicht streifen. So. Welcome to your destination. Wer ist my... Upsala. What is that thing? Jetzt ist mir hier. Smeko Dainara. Smeko Nidara. Obarsna Robotsa. Was pochwitieli Adrovni Kontrabando. So, er hat die Schmugglerware. Ladenbesitzer. Stand jetzt wirklich gerade Ladenbesitzer. So, das hier können wir auch alles ausbauen, das ist sehr cool. Wieso muss ich das bezahlen? So. Hallo. Ey! Was ist denn für ein Arschloch? So. Ja, okay. Bist du der Typ, den ich ansprechen muss? Nee, Agathe. Hier, der hier ist es. Herr Tanaka? Hallo? Du bist auch nicht. Wer war's denn? Wie war das denn nochmal? Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie ich die Gefangenen loswerde. Kriegen wir noch hin. Ich frage einfach jeden hier. Einer wird's ja schon. Oder muss ich vielleicht an den PC oder so? Ja. Hallo? Oh, scheiße. Aber guck mal, hier waren wir noch nicht. Das ist auch mal schön, das zu sehen. Sag's mir nicht, ich werde es selber rausfinden. Da. Ein großes Areal. Ich werde hier gleich auf jeden Fall nochmal so ein Ding da suchen. Mach weiter, machst du super. Oh, wie süß. Oh, schade. Wie werde ich meine Polizei, meine Gefangenen? Oh, scheiße. Alles gut, ich krieg das schon hin. Ihr bleibt da drin. Warte, was sie do? Ja, nee, war das die du? Ich muss wissen, wie ich die da loswerde. Wer war das? Wenn er es nicht war, wer war das? Oh, Kacke. Ich erinnere mich nicht mehr. Aber du musst es sein. Du hast ein Klemmbrett. Warum bist du es nicht? Okay, Moment. Alles gut? Kriegen wir alles hin? Wir haben jetzt jeden Polizisten erstmal gefragt. Bestimmt irgendwo einfach wieder was super Simples. Oh mein Gott, ja, ich bin doof. Ja, ich bin doof. Ich schwöre euch, jetzt gleich bringe ich euch wirklich weg. Uiuiui, okay. Gasthaus zum betrunkenen Bären. Oh mein Gott, da möchte ich auch hin. Okay, wir fahren aber erst noch zum Arbeitslager. Wir fahren zum Arbeitslager, aber ich fahre erst zum Gasthaus zum betrunkenen Bären. Wir fahren hier raus und halten uns dann links. Ich sehe schon bald so ein Skelett hin. Ja, man kann ja mal ganz kurz, also erstmal ist ja schön, muss man ganz ehrlich sagen, die sind ja noch an der Freiheit, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass ich die jetzt hier, also lieber hier als in den zugeschissenen Zellen, ja? Ich werde die Zellen so schön ausbauen, dass die irgendwann so richtige rote Samtsitze darin haben, damit die wissen, aha, das könnte mich erwarten, wenn ich mich einfach benehmen würde. Und dann kommen die ins Arbeitslager. So machen wir es. Versaufen gehen, bevor man seine Arbeit beendet. Ja, natürlich. Klar.
Soll ich halt ab und zu mal Map einblenden? Was spiel ich jetzt? Beim Friedhof gleich. Uhu! Guck mal, Achterbahn kriegen sie auch noch umsonst, kostenlos hier. Boah, Blaulicht auch. Friedhof Chan! Ah, oh, das hat natürlich genau den gleichen Weg wie ich. Kann man hier links rein? Ja, da. Oh mein... Warte mal. Warum ist das denn so groß? Wie schön, guck mal. Oh, so richtig mit dich hier hinsetzen. Oh, kacken, müssen wir auch nochmal gehen. Oh, guck mal, hier sitzt ein alter Mann, mit dem können wir bestimmt reden. Hallo, guten Tag. Hallo, na, wie geht's Ihnen so? Was, du? Mach nichts. Hallo, hi. Hallo. Was, du? Au. Hallo. Oh, ich hab Hunger. Macht nichts. Atajci, Varishu, Kommandiro. Hi. Was, du? Ja, was, du? Aber ich krieg ja nichts zu trinken. Warum krieg ich denn nichts zu trinken hier? Aber das kommt wahrscheinlich irgendwann. Das kommt wahrscheinlich irgendwann nochmal vor. Aber ich finde das so cool, dass wir sowas hier noch haben. Wo sind die Tanzmädchen? Wo sind sie hin? Ja, bekommen wir hier noch Tanzmädchen? Wir müssen ins Motel. Scheiße, ich will jetzt wissen, ob es welche gibt. Ich bin voll heiß da drauf irgendwie. Ich fand das voll cool. Da war ich immer neidisch beim Erik, wisst ihr? Ich war immer so neidisch. Hier. Neidisch. Neidisch by nature. Sollte wahrscheinlich nicht hier sein, aber ich bin jetzt einfach mal hier. Guten Morgen, ich lebe für meinen Job. Hi. Oh, mit frischen Kräutern. Oh, ja, das ist, ich dachte, das wäre auch so ein Dokument. Mit den Dokumenten können wir irgendwann nochmal ganz genau gucken, ne? Hi. Hab ich mich gerade erschrocken. Ada? Mag ich wirklich. So, ich hätte sogar die Gefangenen jetzt mitgenommen zum Gasthaus. Er raucht da jetzt, der Opa? Ey, hier ist sauschön. Das ist schön, wirklich. Ich würde da auf jeden Fall, also hier würde ich anhalten und wirklich auch essen gehen. Oh, jetzt fahren wir aber wirklich ins Arbeitslager. Seid ihr bereit? Habt ihr schon Bock? Also zu den Gefangenen da. Oh nein, das Spiel ist so gut. Leider habe ich einen Grafikbug, der mir nur die Mitte des Bildschirms anzeigt. No, vielleicht einfach dann im Steam-Forum mal fragen. So. Also ich wollte das nur aus Spaß spielen. Ne? Ich wusste es nicht, dass es auf einmal gut ist. Was soll die Scheiße? Das ist unfassbar. Ja, das ist eine normale Straße. Ja. Da ist das auf einmal gut, das Spiel. Lebt ihr da hinten noch? Das weiß ich tatsächlich nicht. Hoffen wir es mal. Ist da wieder eine Ziege hinten? Da ist wieder eine Ziege. Wir müssen ein bisschen aufpassen beim Fahren.
Aber denk an, es können gleich wieder Banditen kommen, ne? Wollte durch. Oh, shit. Wo bin ich? Oh nein, wir sind da richtig doof. Oh, okay. Links halten. Ich bin komplett in die falsche Richtung gefahren. Alles gut. Ich mache die Map ja immer ab und zu an. Was kriegen wir hin? Jetzt hier einfach links. Und wieder weiterfahren. Und ups. Lalala. Alles okay darin? Ja. Gut. Oh Gott, habe ich da. Sehe ich da gerade den Sonnenaufgang? Oh mein Gott. Wir haben, glaube ich, gleich durchgemacht. Wir leben wirklich für den Job. So, da ist Platz Laden jetzt wieder. Moment, ich muss kurz auf die Map gucken. Jetzt geradeaus, geradeaus und die nächste dann links. Die ganzen Kleinigkeiten hier sind so lustig, dass das... Oh, ja stimmt, ich kann ja einfach raus. Polizei immer blaulich missbraucht. Ey, das. Oh, wait a minute. Kann ich da rein? Ich schwöre, ihr kommt gleich ins Gefangenenlager. Moment. Ich bin Jesus. Oh mein Gott. Wir sind Jesus. Jesus. Ja, ja. Was? Finde ich hier keins von diesen Dokumenten? Oh Gott, ist das so auffällig. Wow. Okay. Die beiden sind am Ende eigentlich froh, wenn sie hier nicht beim Arbeitslager sind, ja. Oh Scheiße, das ist alles so bitter, ne? Die Art, wie wir spielen. Ist so furchtbar. Oh. Jesus, ja. Zurück, zurück, zurück. Drei Gefangene mit dem Kontrabus. Ja, heißt doch irgendwie so das Spiel, ne? Contraband Police. War das so? Da, wo bin ich wieder? Okay, das ist okay. Zwei Gefangene sind es, ne? Ich bin ein bisschen angetüdelt. Oh, ich wünschte ich auch, ey. Wie soll man das sonst anders hier ertragen? Nein, das macht wirklich Spaß. Die Brücke hier ist auch sehr schön. Also bestimmt gibt es ja auch ganz viele so Secrets auf der... Also man kann ja auch einen anderen Weg einschlagen, ne? Denke ich mal, wenn man sich bestechen lassen kann und sowas alles. Aber es ist noch nicht an der Zeit. Warum ist da ein Tunnel? Wo sind wir jetzt? Oh. Hallo? Hä? Okay, ich bin gerade mega verwirrt. Wo ist der scheiß Tunnel? Da vorne. Chillt mal, Mann! Orientierung gerade kaputt. Willst du nicht noch einkaufen fahren mit den Gefangenen? Och, ich will Tanzmädchen. Die fehlen einfach. Es gibt keine Frauen in den Spielen, so gar nicht. Da mache ich jetzt mal richtig Aufstand. Ach, da ist es. Ich wünschte, ich könnte mich porten auf der Map. Das wäre, also wenn man das wirklich immer machen muss, ist... Ich bin schon eine faule Sau, was das angeht, ne? Aber ihr wisst schon. Wie heißt das Spiel? Ah, da steht schon. Danke, liebe Mods.
Scheiße. Geht sogar an die Arbeit. Darf ich mal schlafen vorher? Das ist ja unfassbar, ey. Oh, der ist ja viel zu schnell gefahren. Man fährt einfach rückwärts vorwärts als. Rückwärts vorwärts als. Besser als. Ich kann nicht reden! Was ist das? Oh mein Gott! Oh. Ich weiß, wir müssen weg, aber diese Ruinen, guck mal. Was war das hier mal? Hört ihr das? Das ist mein Auto, glaube ich, ne? Ja. Oh, eine große Grube. Okay, wir notieren uns das mal. La 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 la. Okay. Oh, ein Brunnen. Da ist ein Secret drin. Okay, wir fahren mal nach. Wir fahren mal zurück. Zack. Ich finde es krass, dass hier wirklich viele Autos fahren, ne? Das ist nicht so ab und zu mal. Also fahren schon viele. So, geradeaus, geradeaus, irgendwann links. 3 Minuten noch. $790 haben wir. Ach, da raus für die Straße. Das blutige Faust. Ich habe die blutige Faust, das Logo von ihnen gesehen. Also das war eine blutige Faust. Deswegen denke ich, das war das Logo von denen. Okay, interessant. Okay, ist weg jetzt, ne? Ruhepause. Kann ich nicht. Scheiße. Ah, Kacke! Ich will nicht direkt wieder arbeiten. Okay, Leute. Wir haben 1.35 Uhr. Ich wollte heute nicht so lange machen. Ich mache jetzt hier Schluss. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Und ich weiß nicht, habt ihr Bock, dass wir das im nächsten Stream nochmal weitermachen, wenn bis dahin nichts Krasses ansteht? Es wird jetzt ganz viele abwechslungsreiche Streams auch geben in der Zeit, ne? Aber es macht so viel Spaß, weil ich glaube, das Spiel hat noch mehr irgendwie auf Lager. Das hat ja richtig Story gehabt jetzt. Ja, bitte, ich habe. Ja, okay, freue ich mich. Ja, falls ihr es auf YouTube hochladet, wundert mich gerade, dass ihr es auf YouTube hochgeladen habt. Ja, krass, hi und so und tschüss.